Jo Leute, was geht? David von iDesignish hier. Lange ist es her, dass ich wieder ein Tutorial gemacht habe und ich dachte, jetzt ist mal an der Zeit. Eigentlich war etwas anderes geplant, allerdings da morgen Heiligabend ist, dachte ich mal, ich mache mal ein schönes Weihnachtsvideo. Vor einiger Zeit hatte mal der Nekomedia, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ein sehr nices Bild gemacht von so einer Szene mit Weihnachtskugeln. Und da dachte ich, hey, das sieht doch ganz cool aus, mache ich das auch mal. So in etwa halt als Inspiration. Habe das halt ein bisschen verändert und so. Als Beatart hatte man mich dann darauf angesprochen, ob ich denn mein Tutorial dazu machen kann. Und hatte ich mich nicht lumpen lassen und gesagt, ja, cool, mache ich doch mal eins. Bevor der Winter gleich zu Ende ist. So, deswegen fangen wir mal an. Als erstes machen wir uns eine Kugel. Die Kugel geben wir mal 50 Segmente, würde ich sagen. Und gehen wir in die Mittelansicht, also mit der Maustaste, dann Obenansicht. Also wieder bestätigen mit der Maustaste. Und nehmen wir uns, also Kugel anwählen, C drücken, Polygonwerkzeug auswählen, haben wir schon gemacht. Und dann als Selektion nehmen wir Ringselektionstool. Und drücken wir in den mittleren Kreis. Jetzt drücken wir mal UY. Und ich würde sagen nochmal UY. Dann markiert er automatisch die äußere mittlere Maustaste wieder in die Zentralperspektive. Ich denke, das ist ein bisschen viel. Machen wir mal STLGZ. Dann nehmen wir ihn weg. Dann nehmen wir unser Live Selection Tool und ziehen es einfach mal ein bisschen höher. Ja, ich denke, so ist okay. Können wir auch ein bisschen skalieren. Ich denke, so ist doch. Ja. Ich denke, so ist es. Könnte vielleicht ein bisschen weniger sein. Aber gut, ist ein Tutorial. Deswegen beim Prinzip ist gleich. So, dann machen wir uns einen kleinen Stöpsel. Das heißt, unser 3D-Tool, Zylinder auswählen, unser Polygonwerk, unser Objekt-Tool, Werkzeug gehen, dann unser Live Selection Tool ein bisschen hochziehen. Und ziehen uns das ein bisschen kleiner. Und ein bisschen enger. So dass es so als Pfropfen quasi da drauf liegt. Noch ein bisschen mehr. Ja, gucken wir mal. Ja, so ist doch nett. Eigentlich ganz cool. So, dann geben wir den ein paar Rundungen und zwar geben wir Deckflächenrundungen nicht so viele. Ich denke, es sind immer zwei oder eins ganz gut. Zwei, nehmen wir zwei. So, als nächstes machen wir uns einen Halbkreis, quasi wo wir das Ding aufhängen können am Weihnachtsbaum. Daher gehen wir an das Spline. Nehmen uns einen H-Bogen. Den Bogen machen wir nicht 90 Grad, sondern 180. Ziehen uns den ein bisschen zurecht. Mit Space könnt ihr übrigens immer zu euren letzten ausgewählten Tool gehen, was immer ganz praktisch ist. Heißt hier Select, skalieren, nochmal Space drücken und dann kann ich mein Ding bewegen. So, ich denke, so klein, ich denke, so ist okay. So, dann geben wir den erstmal ein bisschen Raum, weil momentan ist ja nichts. Gehen wir wieder auf unser Spline, gehen wir auf Kreuz. Und jetzt wollen wir quasi, dass der Halbbogen als Kreis ausgefüllt wird. Dementsprechend machen wir mal auf unser NURB-Tool. Gehen auf SweepNurb, wählen unsere also zwei Splines an und packen den SweepNurb. Ihr müsst darauf achten, dass erst der Kreis kommt und dann der Bogen. Ansonsten wird nicht der Bogen ausgefüllt, sondern der Kreis wird als Bogen ausgefüllt. Das wollt ihr nicht haben. Jetzt seht ihr halt, es ist eine große Glocke. Die wollen wir jetzt ein bisschen kleiner machen. Deshalb gehen wir Radius ein bisschen kleiner. Eins ist ein bisschen zu viel. Zwei, ja, zwei ist doch ganz viel. Gucken wir mal 3, ich glaube 3 ist zu viel. Ja, eigentlich wurscht, aber 2 ist doch netter. Und passt auch ganz gut von der Breite her.
So, voilà. Und da haben wir das. Dann wählen wir alles an und drücken Alt-G, haben wir es in der Gruppe platziert und dann Doppelklick drauf und nennen es mal Kugel. Ja, der Weihnachtskugel. Okay. Jetzt machen wir uns die Szene. Das heißt, wir gehen auf unser Selection Tool, auf unser Objekt, 3D-Objekt-Werkzeug, dann auf Scheibe. Ziehen die erstmal, ziehen die erstmal lang. Denke mal so, dass der Horizont halt nicht mehr in Sicht ist. Ich denke, so ist doch okay. Ja, vielleicht ein bisschen groß. Aber können wir gleich ändern. Dann machen wir uns einen Hintergrund und machen wir uns noch einen Himmel. So, dann geben wir uns eine Textur, Doppelklick auf die Textur. Dann nehmen wir einen Farbverlauf rein, also Text, Farbe, dann Textur, Farbverlauf, gehen wir rein. Weil es ja ein Kreis, deswegen machen wir kreisförmig. Das Schwarze machen wir weiß. Und das Weiße machen wir grau. So zu machen. Und packen wir auf die Scheibe drauf. Und packen wir auf den Hintergrund drauf. So, wenn ihr das rendert, habt ihr das Problem. Also machen wir mal den Himmel aus. Habt ihr das Problem? Ihr sollte nicht rendern. Habt ihr das Problem? Hintergrund ist weiß und Platte auch weiß, allerdings sieht man halt sehr Unterschied. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen so ein Infinite Loop haben, quasi. In 7 Minuten, okay. Das heißt, wir gehen auf unseren Hintergrund, rechte Maustaste, Cinema 4D Tags, rendern, Hintergrund Compositing. So, jetzt rendern wir mal. Sieht immer noch doof aus. Das heißt, wir wählen uns hier die zwei Texturen an. Und gehen auf Projektion auf Frontal. Wenn wir es rendern, hat es immer noch nicht getan, ich glaube, den Hintergrund raus. Na, Vorzeigeffekt. Hintergrund-Compositing ist drin. Auf beiden Scheiben. Frontal-Mapping. Bisher hat es immer funktioniert. Frontal-Mapping. Das ist jetzt ein bisschen awkward. Ah, natürlich. Ich habe das natürlich auf Hintergrund-Compositing gemacht. Compositing soll natürlich Scheibe sein. Das heißt, die Scheibe ist das gleiche wie der Hintergrund und nicht vertauscht. Also deswegen habe ich das nochmal alles gelöscht. Packen wir die Textur auf unsere Scheibe und auf unseren Hintergrund. Wählen wir unsere Scheibe. Rechtsklick, Cinema 4D-Text. Für die Text und Renderer und Hintergrund Compositing. Wenn wir es rendern, sieht es schon besser aus. Allerdings haben wir immer noch unseren Horizont, den wir nicht wollen. Das heißt, wir wählen uns diesmal mal beide Texturen an. Das heißt, diese Textur nehmen wir dann STL gedrückt halten und andere auswählen. Und bei der Projektion machen wir Frontal Mapping. Und voilà. Sehen wir hier gar nichts. Das heißt, es ist alles eine Ebene quasi. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum sind die grauen Dinger hier. Das ist einfach nur, weil die Abmaßungen nicht genau stimmen. Wenn ich jetzt kleiner ziehen würde und Renderer, seht ihr, das ist weg. Und letztendlich im endlichen Renderer ist es auch weg. Also keine Sorge. Das sieht jetzt nur so aus. So, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir mal der ganzen Kugel hier, der Weihnachtskugel, in der Textur. Also wir ziehen das mal ein bisschen hoch. Rechte Maustaste, mittlere Maustaste drücken, vorne Ansicht, damit es genau drauf liegt. Und zwar das machen wir in der Textur. Farbe machen wir mal ein egal, rot. So, sorry für meine kleinen Jump Cards, irgendwie momentan wird ja etwas gestört. Also, rot, dann machen wir uns die ganze Glanzlicht aus. Spiegelung machen wir rein. Spiegelung
auch rot. Oder nicht ganz rot, sondern nur ein dunkelrot. Matte Effekt machen wir mal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt eigentlich. Ich mache das halt 30, damit es halt so einen Matte Effekt hat. Ja. 30. Und klatscht das mal auf den Text, auf den Ball rauf. So, jetzt machen wir unser Bobble da oben. Ein bisschen Metallfarbe. Was ganz cool ist, neue Textur machen, Spiegelung rein. Lassen wir alles so wie es ist. Matte Effekt drehen wir halt hoch, weil das ist immer ganz cool. Ein einfacher Weg, so ein bisschen brushed Material zu machen. So ein bisschen ausgebrushed. Keine Ahnung, in Deutsch. 50 ist ein bisschen krass, denke ich. Ich denke mal 30. 35. Ja, okay, 35. Können wir ja noch ändern. Packen wir es hier rauf. Zoomen wir mal rein. Und dann packen wir uns auf unseren Halbkreis. So, da das noch ein bisschen ganz trostlos ist, machen wir hier noch ein bisschen Muster rein. Und zwar, ich hatte mir gedownloadet, also eine neue Textur als Alpha. Ja, okay, erstmal drin. Wo haben wir? Alpha. Das heißt, ohne Hintergrund hatte ich mir so eine Schneeflocke mal gedownloadet. Einfach mal googeln. Bild laden. Desktop. Wo haben wir es denn? Schneeflocke. Ich habe die, ich hoffe, ich habe die nicht gelöscht, ich Idiot. Und ich habe die gelöscht. Ne, das. Öffnen. Nicht Verzeichnis. Und sowas haben wir jetzt. Machen wir mal ein bisschen spiegelig, und zwar Spiegelung rein. Machen wir einen ganz kleinen Matteffekt, mal sehen. Und gucken wir mal, wie es aussieht. Und klatschen wir auch auf den Ball drauf. Jetzt ist es natürlich ein bisschen fett. Das heißt, wir gehen hier in die Textur rein. Das heißt, wir drücken die Textur hier, dann können wir uns ein paar Sachen auswählen. Und wie ihr sehen könnt, können wir hier ein paar unsere Bilder verschieben. Das heißt, Offset könnte ich hier mal ein bisschen rumspielen, wie ihr das gern haben wollt. Damit macht er es ein bisschen enger und damit verschiebt er einfach die Position. Und hier an der Höhe. Können wir auch eine Wiederholung eine machen und dort auch eine. Weil sonst habt ihr halt um die ganze Kugel Texturen rum und das wollen wir nicht. Wir wollen es in unserem Fall nur auf einer Seite haben. Machen wir es allerdings noch ein bisschen kleiner. Ja. So, ich denke, so ist doch ganz süß. Ja, so ist doch ganz schnuckelig. Ja, okay, die Kugel, die Platte ist ein bisschen groß geworden, aber ist ja wurscht. Okay, so, jetzt haben wir das. Lassen wir das erstmal so, wie es ist. Jetzt war noch ganz cool, im Bild waren noch Sterne zu sehen, auf dem Boden. Deswegen machen wir es hier auch mal. Wir gehen auf unser Blinds, nehmen uns einen Stern. Den Stern legen wir hin, das heißt, ich glaube P90. Und den Stern hat ein bisschen zu viel Zacken, deswegen können wir den natürlich auch ein bisschen variieren. Punkte machen wir mal 5, ist süß. Ja, machen wir 5. Dann extrudieren wir den, machen bei den Nerbs einen Extrude Nerb, packen den Stern in den Extrude Nerb. Und, machen wir das Deckflächen. Ja, okay, machen wir Deckflächen auch gleich mal rein. Koordinaten. Jetzt ist es ja so, wie ihr sehen könnt, das Extrude Nerb und der Stern ist praktisch falsche Koordinaten. Das heißt, wenn wir hier jetzt eigentlich was die Höhe ist machen, dann geht es in die Breite. Das wollen wir nicht haben. Deswegen meinetwegen gehen wir mal auf 0 und gehen wir hier beim mittleren Wert, gehen wir einfach variieren, was wir haben wollen. Natürlich machen wir das nicht zu dick. Ich denke 15 ist fein. Und wir machen Deckflächen rein. Deckflächen, Deckflächen und Deckflächen. Ich denke, so ist doch ganz cool. Jetzt können wir uns das Ganze noch ein bisschen skalieren, wir wollen, aber wir klonen das jetzt erstmal. Das heißt, wir gehen auf MoodleGraph,
Clone. Packen wir ein Stutenherb in den Cloner rein. Machen das als Gear. Machen 0, also damit es halt nicht überlappt, also nicht übereinander ist. Machen mal ganz viele. Machen mal 17 und. Okay, 10. Ich denke langsam, crasht mein Computer ein bisschen. Ich habe halt nur einen Laptop gerade. Machen wir mal 1500. Mal. Na okay, da brauchen wir nichts, das ist hier 1. Dann machen wir mal hier 2000. Okay, ist ein bisschen durch viele Sterne. Anzahl ist. Machen wir mal 10. Okay, ist immer noch ein bisschen viel. Machen wir mal 8 und 5. Ja, das reicht eigentlich. So, da es jetzt sehr statisch wirkt, machen wir uns doch noch einen Zufall-Effektor rein. Als Klone auswählen, Homograph Effektor Zufall. Und wie ihr sehen könnt, ist es alles zufällig. Ich denke mal, das müssen wir mal ein bisschen skalieren. Also gehen wir auf unseren Effektor, halt Zufall-Effektor, skalieren. Gleichmäßig skalieren. Jetzt seht ihr, wird nicht halt skaliert. Ist wohl immer noch ein bisschen groß. Also das heißt, wir wählt einfach aus, was euch gefällt. Gut, mir gefällt es generell nicht alles. Dann werde ich da ein paar Änderungen machen. Na, Position. Okay. Gehen wir mal allgemein in unseren Extruden-Hub rein und skalieren wir den. So ist doch, so ist okay. So, jetzt natürlich, da einige Sterne weg sind, weil er halt so klein geworden ist, machen wir unseren Skalieren ein bisschen. Yep. Ah, euer Zufall, okay. Ah, unten, alles klar. Dann machen wir 0, damit wir die alle auf dem Boden haben, wie ihr sehen könnt. Packen wir noch ein bisschen nach oben. Hm. Nicht den Zufallsvektor, sondern die Kanone. Damit die halt wirklich auf dem Boden sind. Yep. Ja. Ja, okay. Machen wir so. Und sieht schon mal an sich ganz, sieht man halt, ist schon ein bisschen als Zufall, aber machen wir ein bisschen mehr. Halt Stärke könnt ihr hier aussuchen. Und ich denke mal, so ist doch schon mal ganz nett. Ich denke, ich werde es jetzt mal kopieren. Und ich werde den Zufall kopieren. Also mit immer strgc, heißt im Klone 1, bei Effekto ist immer Zufall drin, Zufall nehmen wir raus und wir machen uns einen Zufall 1 rein. Den Zufall 1 können wir natürlich auch noch verändern und zwar, wir gehen auf ein bisschen mehr skalieren und bei unserer Stärke. Ja, so ist doch ganz nett. Ja, ich mag so ganz gerne als Zufall. Ja, okay, verschieben wir vielleicht mal den Klon 1. Ja, so ist doch ganz cool. Machen wir eine Textur. Bei der Textur machen wir einfach nur Spiegelung rein. Gucken wir gleich mal, wie sie aussieht. Und Spiegelung packen wir dann auf den Cloner 1 und auf den Cloner im Allgemeinen. So, jetzt machen wir uns noch, damit es halt, wir wissen, dass es spiegelt, weil momentan haben wir ja quasi nichts. Also klar, leuchten, aber Sterne sind schwarz, weil oben ja nichts ist und so. Deswegen haben wir uns ein
Na, noch nicht, okay. Machen wir uns einen Himmel. Heißt hier einen Himmel rein. Dann nehmen wir uns ein HDMI-Bild raus. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich hatte, muss ich gestehen. Deswegen wählen wir uns einfach mal was aus, was ihr sagt, okay, das könnte cool passen. Kann ich leider echt nicht genau sagen. Ja. Solltet halt was nehmen, was halt Licht hat und was auch eventuell ein bisschen Szenerie drin hat. Machen wir mal so einen Wald. Packen wir den hier rein. Dann packen wir den HDMI auf den Himmel drauf. Da dies jetzt im Hintergrund ist, gehen wir auf Himmel, also auf Cinema 4D Text, also Rechtsklick, Cinema 4D Text und Renderer. Und sichtbar für Kamera aus. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Und zwar, wir gehen jetzt auf unsere Rendereinstellungen. Packen wir mal Global, also Ambient Occlusion rein und Global Illumination. Gehen auf Einzelbild, gehen auf Vermittel auf Niedrig, damit einfach der Renderzeit beschleunigt wird. Und schauen wir mal, wie es denn aussieht erstmal. Ja, so wie ihr sehen könnt, finde ich das doch eigentlich ganz cool. Vor allem, dass die Sterne, seht ihr ja halt von oben, quasi Bäume, die werden halt reflektiert, was ganz cool aussieht. Eventuell ist mindestens ein bisschen zu viel schwarz oder dunkle Farben. Ich denke, so hell mag ich lieber. Deshalb gucken wir mal nach einem anderen HDMI, was nicht so viel Bäume hat. Warte mal, ich hätte jetzt den. Ja, okay. Quasi selber. Selbe. Ich will es nicht unbedingt eine Stadt haben. Okay. Gucken wir mal, wie der wirkt. Packen wir den mal auf unseren, ziehen wir einfach die Textur auf unsere andere Textur drauf, dann wird es überschrieben. So, jetzt schauen wir mal. Ja, okay, und wie ihr sehen könnt, also mir gefällt es. Das sind es, viele davon sind es weiß und wenn auch schwarz, dann eher so mit, dass man halt die Blätter so ein bisschen sieht von unserem HDMI, was so unterscheint. Finde ich ganz cool, deswegen lassen wir es so. Und schließen wir mal unser Content Browser. Als nächsten Schritt möchte ich ganz gerne mehr Kugeln haben. Deshalb gehe ich hier auf unsere Weihnachtskugel. Schließe mal Weihnachtskugel. Drücke STRG C, SGRV. Und schiebe das einfach. Ne? Schiebe das einfach woanders hin. Gehen mal ein bisschen vor. Dann Drehwerkzeug. Drehen wir das mal. Suchen. Drehen wir das mal auf die Seite, so dass es halt ein bisschen liegt. Mittlere Maustaste in die Seitenansicht und ziehen das gute Ding ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. So, ich denke, das ist ganz cool. Als nächsten Schritt will ich noch eine haben und dort machen wir was anderes und zwar machen wir ein bisschen Glitter dazu. Das heißt, als der GSFV kopieren. Ja, wir machen hier. Und ich würde sagen, ja, das ist ja gleichbleibend immer, deswegen den schieben wir mal nach hinten. Und den hier schieben wir so hin. Ja, ich denke, so ist gut. So, dann wollen wir doch mal unsere Kugel nehmen. Heißt, wir drücken Plus, Kugel. So, wenn wir die Kugel angewählt haben, dann kopieren wir uns die, STRG, STRV. Und jetzt nehmen wir uns bei, also jetzt wollen wir die ein bisschen zersplittern. Es gibt mehrere Wege dafür, allerdings ein Weg, wo der nicht so viel Speicher verbraucht, beziehungsweise das Ding nicht in Bahn gelegt wird. Gehen wir auf Moodgraph und gehen auf Polyfacts. Nehmen wir Polyfacts und packen mal eine Kugel rein. Dann machen wir noch einen Random Effektor. Heißt Polyfact anwählen. Dann bei Moodgraph Effektor Verzögerung, Zufall.
Und jetzt seht ihr schon, sind die Teilchen hier quasi explodieren. Jetzt haben wir das Problem quasi, dass es zu viele Teilchen sind. Also zu dicke Dinger sind. Das heißt, und auch die Textur müssen wir gleich ändern. Das heißt, wir machen das einfach ein bisschen kleiner. Das heißt, wir gehen unseren quasi NURB-Tool auf HyperNURB und nehmen unsere Kugel und packen hier eine HyperNURB rein. Ja, und wie ihr sehen könnt, HyperNURB macht das natürlich alles noch ein bisschen smoother und dementsprechend macht das halt mehr Polygone mit der 3pp. Und deshalb machen wir Polyeffects unter dem HyperNURB beziehungsweise unter die Kugel. Okay, oder auch nicht, super, das ist jetzt der Vorzeigeffekt. Ah, alles klar, also okay, da kann wohl keine HyperNURBs, das ist keine NURBs, also als Polyeffekt explodieren lassen. Das ist kein Problem, packen wir unseren Poly mal ganz kurz raus, so dass wir... jetzt geht's doch eigentlich. Okay. Die andere Methode hat, wenn das gerade nicht funktioniert, was ich gemacht habe, einfach beides anwählen. Ah, ich habe das unter die Kugel. Okay, gut. Auf jeden Fall nehmen wir das mal kurz raus. Heißt, wir wählen beides an, drücken C und gehen rein und wählen wieder beides an. Rechte Maustaste und verbinden und löschen. Jetzt ist quasi ein Objekt. Also nichts mehr irgendwie mit NURB oder sonst was, sondern ein Objekt. Heißt, wir gehen unseren Poly-NURB wieder an Poly-Effects und gehen auf den NURB. Und jetzt seht ihr, ist das Ganze jetzt pulverisiert. Das ist sogar fast ein bisschen zu klein, aber ich denke, für das Tutorial reicht es eigentlich. Gehen in unseren Zufall rein. Koordinaten gehen mal auf, erstmal auf 0. Alles mal 0 und dann 0. So ist es quasi alles zusammen. Und dann könnt ihr mal wählen, wie ihr das haben wollt. Gehen wir erstmal auf Winkel, damit ihr halt sehen könnt, dass die Winkel sich verändern. Aber ansonsten bleibt es ja alles gleich. Heißt, wir gehen beispielsweise irgendwas mit Random. 200 mal 100 mal 500. So, wie ihr sehen könnt, seht ihr sowas. Gehen wir das mal in eine Textur. Textur, Spiegelung. Packen wir auf unser Router rein. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr sowas. Ich denke, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Allerdings, für euch zum Verständnis, geht ihr auf Zufall und dann könnt ihr halt eure Position wählen. Zum Beispiel 111. Sieht auch ganz nett aus. Weil beispielsweise, wenn ihr es ein bisschen höher schraubt, dann sieht es zum Beispiel Käse aus. Obwohl, das geht aber immer noch. Aber auf jeden Fall ab einer gewissen Größe, ja, hier seht ihr schon, poppt es halt ein bisschen zu weit raus und da sieht dann irgendwie scheiße aus. Deshalb machen wir mal wie ihr es gerade sehen könnt, als Vorschau. 2. Oder vielleicht doch über 1, 1, 1. Ja, 1, 1, 1 ist am besten. So, jetzt gucken wir nochmal, ob das alles vom Boden liegt. Müsste sein. Und dann geben wir dem doch mal noch einen Renderer, wie es denn alles aussieht. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist doch eine ganz schöne Weihnachtsszene daraus geworden. Können natürlich noch die Texturen ändern, das heißt, wir duplizieren unser Rot mal, C und V, und wechseln nur die Farbe quasi. Also machen wir beispielsweise mal ein... Was ist denn sonst noch weihnachtlich? Ich kenne halt nur Rot. Was habt denn ihr so sonst am Weihnachtsbaum eigentlich? Ich mache mal Gelb. Farbe natürlich auch Gelb. Yep. Ja, okay, schon ein bisschen grün stechen.
Gelb. Okay. Und packen wir das Gelb mal auf die Kugel. Und dann wollen wir die Kugel da hinten noch ändern. Und zwar, die machen wir mal in. Machen wir mal pink, ja. Machen wir mal. Was habt ihr? Was gibt's denn so noch? Ich habe keine Ahnung. Lina. Farbe. Und Lila. Lila macht geiler. So, und packen wir. Change wir das mal hier zu. So, okay, ist doch nett. So, das war's eigentlich im Großen und Ganzen schon. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, jetzt könnt ihr das rendern und habt Spaß dran. Und auch als Hintergrund ist es ganz cool. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen. Wenn euch das Glitter hier ein bisschen zu fein ist, was es in meinem Fall okay ist, aber könnte ja sein. Okay, Mist, ich habe die Weihnachtskugel jetzt als Objekt gemacht. Allerdings, wenn ihr das als Extruder habt, ihr könnt es ja kurz normal machen, wenn ihr da verhauen habt, könnt ihr das einfach als quasi Hypernerb machen und in Hypernerb könnt ihr dort die Texturen bzw. könnt ihr dort die Segmente verändern, wie rund es dann letztendlich sein soll. Denn Polyeffekt orientiert sich halt an den Segmenten und dementsprechend umso mehr Segmente ihr habt, umso feinkörniger wird es halt. So, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ein anderes Tutorial sehen wollt von mir, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wenn wir uns nicht mehr hören sollten, schönes Fest und auch einen guten Rutsch und neues Jahr. Ich denke mal, ich haue bis dahin noch ein Tutorial raus, aber schon mal an die Leute, die es sehen. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, bis zum neuen Jahr. Ciao.